Ohne Waschen. 2, 1. Ein Ass. Mal sehen, wie jetzt Martin Gumann die Aufschläge platziert. Bislang hatte Erik Schneider da so seine Schwierigkeiten. Genau das habe ich gemeint. Gumann ihn auf die Rückhand serviert, hat er fast immer eine Vorlage. Zum Endstand. Ist mir das mit euch gefallen? Gestern habe ich zwei Oberligaspiele, zwei komplette Mannschaftsspiele gesehen. Fast ohne einen Aufschlag auf die Vorhandseite der Gegner. Obwohl es manchmal vielleicht eine Alternative gewesen wäre. Gumann wechselt hier. 4, 6. Schauen wir mal, wo er jetzt hinserviert. Erik Schaller aggressiv antworten. Also er variiert wohl, damit sich Erik Schreier nicht einstellen kann auf eine bestimmte Platzierung. Wie gesagt, bei den beiden Oberligaspielen gestern, Winsbach, Heiming, Sparta Neuss Nürnberg, die gibt es ja auch auf YouTube. Da waren die Aufschläge fast immer in der Tischmitte. Also Variation nur, was die Rotation betraf, Platzierung eigentlich immer ein und dieselbe. Das ist hier anders.
Punkt ist er jetzt durchaus noch mal dabei, wenn er abweichen, aufschlagen und da kommt Erik Schreier nicht wirklich gut ins Spiel. Das weiß er. Deswegen hier also von sich aus Auszeit genommen. Also Hinweis. Alle Spiele von diesem Spiel TJK Feldrich im Gembeldom Feldrich gegen Mühlhausen 2 auf YouTube. Suchwort Playlist 2018-04-15. Und wenn ihr Playlist 2004-14 eingibt und dazu noch Winsbach einen, schneid mir raus. Pech gehabt. Fake News. Da schneid man rein, wo er trifft, ne, der Martin. Also noch einmal. Zugwort. Playlist. 2018-04-15. Reinhard Steinbrüche, dritte Bundesliga, Feldrich Mühlhausen. Und sofort Playlist, Reinhard Steinbrüche, 2018-04-14. Und dazu vielleicht noch Winsbach-Heiming oder Sparta-Nürnberg. Dann habt ihr zwei Oberligaspiele von gestern. Und die Fortsetzung.